Wissen ist Macht. Entscheidend ist, es weise einzusetzen. Eine Sternschnuppe. Danke, dass ihr gekommen seid, Rächer. Es gibt eine dringende Angelegenheit, die eurer... Ohne euch wird Azeroth fallen. Ja, komm her. Gul'dan und die Legion müssen aufgehalten werden. Die eurer speziellen Talente bedarf. Der Orden der Silbernen Hand hat gemeldet, dass ein außergewöhnlich leuchtendes Objekt aus dem Teufelsturm aufgetaucht ist und im Moment auf die Küste von Suramar herabstürzt. Am meisten hat mich bei dem Bericht verblüfft, dass dieses Objekt eine Schneise durch den Teufelsturm selbst geschnitten hat. Okay, aus dem Teufelsturm aufgetaucht und auf die Küste von Morimar gerade abstürzt. Werdet ihr euch das bitte ansehen? Ein Greif erwartet euch bereits ein krasses Landeplatz. Findet das mysteriöse, lichtgebundene Objekt. Vertraut auf euch selbst, Champion. Das machen wir auf jeden Fall auch, weil das erinnert mich auch an irgendwas. Aber Valyria hat ja so einen schönen Mondsymbol. Wenn du den noch ein bisschen tragen kannst, warum nicht? Ja, sieht doch schön aus. Ich finde auch, dass er cool aussieht. Das ist das Einzige, was mir wirklich von den Symbolen ziemlich gut gefällt. Natürlich gibt es dann noch das Lilane und den gelben, den gelben Stern und so. Aber Klostein. Ich habe halt von den Leuten, die Bilder gespielt haben, habe ich so ein paar Informationen bekommen. Die sind zum Glück alle spoilerfrei gewesen, aber was ich wusste, das hat mich jetzt hier verwundert. Ich wollte jetzt mit Valyria einfach mal Dalaran abchecken, aber diese Quest, eine Sternschnuppe, da habe ich als Tipp bekommen, dass man eigentlich Sternschnuppe machen sollte, sobald es geht. Aber eigentlich erst, nachdem man die erste Zone gemacht hat, aber jetzt haben wir sie schon. So, was soll man machen? Was führt euch hierher? Wo fliegt er uns denn hin? Nach Suramar. Suramar zu reisen, okay. Viel Glück. Dann los jetzt. Seid wachsam, mein Herr. Suramar ist ein gefährlicher Ort. Warum soll man das tun? Weil die Quest hier von Khadgar... Bleib wachsam. Oh. Wenn wir dieses Objekt aus dem Teufelssturm fallen gesehen haben, dann hat es die Legion auch. Okay. Das war nur jeweils ein Tipp und ich habe dann einfach gesagt, jedes Level kann man mal in Dalaran und in der Klassenhalle vorbeischauen, weil ich gehört habe, okay, Khadgar hat mal eine Quest, die gibt sehr viel Erfahrung, die sollte man auch dann gleich tun, wenn man sie sieht, und wir haben sie jetzt. Seht dort, gen Norden, dort steht die Nachtfestung von Suramar. Welche Geheimnisse sie wohl birgt. Ist das die Nachtfestung zu unserer Rechten? Ist das der Norden? Ich denke, eigentlich fliegen wir ja gerade nach Norden. Also könnte auch das andere sein. Was jetzt Suramar sein soll, die Nachtfestung sein soll. Weil eigentlich haben wir hier in diesem Gebiet Suramar ja eigentlich nichts verloren. Jedenfalls noch nichts verloren. Okay, was gibt's denn hier auf der Karte? Wir müssen... Erstaunlich! Überall antike Ruinen der Hochgeborenen. Und dort, an der Küste. Das sieht aus wie eine Siedlung der Vrykul. Faszinierend. Und bei dieser Quest Sternschnuppe sollen wir uns auf jeden Fall von den Kreaturen fernhalten, Valyria, weil die sind nämlich alle 110. Okay. Ja. Und jetzt? Dort ist er. Landet am Ufer und seht euch um. Wow, was war das denn für ein Geräusch hier? Was ist denn da eben? Irgendwo in diesem trüben Wasser verbirgt sich unser mysteriöses Objekt. Zeit, euch nasse Füße zu holen. Okay, Valyria, hast gehört. Nasse Füße holen. Ja. Also unbegrenzt. Im Wasser. Aber wir können ja auch über dem Wasser so ein bisschen Teufelsrausch nutzen. Wo ist es? Es ist irgendwo hier unter uns schon. Es sind schon in der Nähe. Aber mal, vielleicht hilft ja die Geistersicht. Nee, ich sehe nix. Jetzt muss ich vielleicht langsam unter Wasser gehen, oder wie? Da unten sehe ich was. Ein Düstermünd Müllzauberer. Aha. Das müsste eigentlich... Sucht die Absturzstelle ab. Ja, ich kann überhaupt keine Absturzstelle erkennen. Siehst du irgendwas? An sich hier glänzt irgendwo. Also was ist glänzend? Das sieht komisch aus. Okay, das könnte sein, dass das hier abgestürzt ist. Wir kriegen hier eigentlich gar nichts mehr gezeigt. Es ist nicht hier. Diese Bestien müssen es in ihre Höhle gezerrt haben. Suchen wir weiter. Bestien müssen es in ihre Höhle gezerrt haben. Das ist wohl hier irgendwie. Das da vorne sieht auch aus wie eine Höhle, aber ich weiß nicht, ob der Atem so lange reicht. Sieht nicht so aus. Haben wir irgendwas bekommen, um länger unter Wasser bleiben zu können? Nee.
Das erinnert mich auch, wir haben uns ja auch mal die neuen Mounts, die neuen Reittiere hier in Legion angeguckt, um zu sehen, ne, gibt es irgendeins, was einem besonders gefällt. Und da gab es ja auch ein Unterwasser-Reittier und ich glaube, das kann man hier gebrauchen. Ne? Oh ne, ich werde angegriffen. Ah, der ist nur 100. Dann krieg ich noch glatt. Valyria, hilf mir. Komm, mach dich ab, du. Los, weg hier. Aber man kann auch unter Wasser Teufelsrausch benutzen, das ist cool. Ja. Oh. Ja, eigentlich sollen wir ja mit Isera reden, aber sind wir hier. Das ist in der Klassenhalle hat sich auf jeden Fall gelohnt, das früh zu starten, habt ihr gesehen. Da ist es. Oh. Der Riese hat es in der Hand. Es gibt nur eine Möglichkeit, einem Riesen seinen Schatz abzunehmen. Ihr wisst, was zu tun ist. Weiß nicht, die Hand abschlagen oder was? Was war das jetzt? Welche Möglichkeit gab es denn jetzt hier? Ist irgendwas passiert oder so, was ich nicht gesehen habe? Vielleicht kommt hier noch jemand, der schon tot ist. Oh. Ah, da ist er ja. Landgeborene Abschaum, Diebe von euch. Von euch hinterlasse ich nur einen Fleck in meinem Versteck. Ausgezeichnet. Macht euch schnell auf nach Dalaran und trefft mich in der Kammer des Wächters. Sichere Reise. Das geht ziemlich schnell, oder? Mit dem Ruhestein, den wir bekommen haben von Dalaran. Ja. Das geht ziemlich schnell. Also Questgegenstände, die sehen wir jetzt gar nicht mehr im Inventar. Wollt mal schauen, ob da jetzt noch irgendwas anderes dazu erklärt wird zu diesem mysteriösen Objekt. Aber dem ist wohl nicht so... wo ist er denn? Wir sollen die ja gar nicht bei Khadgar selbst abliefern, sondern hier irgendwie in der Mitte. In der Kammer des Wächters? Alles gut, Kammer des Wächters hat er gemeint. Und Valyria ist ja irgendwie runtergeportet, das ist hier so ein... Ja. Die Kammer des Wächters. Alles klar. Oh, hier gibt's eine coole Musik. Porträtsgalerie. Wow, das hört sich echt toll an. Machen wir doch erstmal hier oben und gucken mal, was ist hier so. Aber wir müssen sowieso hier in den Nebenraum. Valyria. Und hier ist auch Khadgar. Bist du auch da? Ja. Es liegt viel vor uns. So, eine Sternschnuppe. Zeigt mir, was ihr gefunden habt. Äußerst merkwürdig, in der Tat. Dieses Objekt hat auf keinen Fall die Legion gefertigt. Das muss ich mir näher ansehen. Ihr geht vor. Oh. Azeroth, ich bete, dass dies, die letzte Hoffnung der Armee des Lichts, euch sicher erreicht hat. Der tausendjährige Krieg erreicht seinen Höhepunkt, doch der Albtraum ist lange nicht vorbei. Dieses Gefäß stellt unser ultimatives Opfer dar. Es muss den Propheten erreichen. Er ist der Schlüssel. Keiner von uns hat um diese Bürde gebeten, doch so hat das Schicksal entschieden. Besteht und ihr gebt dem Licht eine Zukunft. Scheitert und alle Welten werden brennen. Wir werden nicht scheitern. Thorarion. Wow, Welten werden brennen, erinnert mich an den Werbespruch von Blizzard für Legion. Städte werden brennen und Königreich und jetzt sind es schon Welten. Nicht schlecht, Valyria, oder? Ja. Jetzt sind es nämlich schon Welten. Gul'dan und die Legion müssen aufgehalten werden. Bringer des Lichts. Thorarion lebt. Seit ewigen Zeiten war ich überzeugt, mein alter Freund hätte auf irgendeiner kargen Welt der Legion den Tod gefunden. Aber zu wissen, dass er noch lebt und sich in Gefahr befindet, ist einfach unerträglich. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen den heiligen Zweck des Objekts herausfinden. Der Prophet, von dem Thorarion gesprochen hat, ist zweifellos der Anführer der Draenei Velen. Nehmt das Objekt und begebt euch zu Exodar.
Dort findet ihr den Propheten Velen. Ich werde nun ein Portal für euch öffnen. Nehmt meinen Signalgeber und benutzt ihn, wenn ihr zurückkehren wollt. Ein kurzer Besuch in die Draenei-Hauptstadt Valeria. Dieses Portal bringt euch zur Exoda. Huch. Viel Glück, Champion. Okay, Valeria, geht's los? Ja. Haben wir doch mal. Wir haben doch mal Draenei angefangen. Uns ist die Hauptstadt der Draenei bestens bekannt. Der Prophet und der Schlechter. Das sieht aus wie ein Szenario. Jeder für sich, oder wie? Es sieht ganz so aus. Und warum? Ja. Die Exodus-Stadt wird hier ganz schön stark belagert. Die Halle des Lichts wird unsere letzte Verteidigungslinie. Schafft ihr es dorthin, findet ihr Zuflucht. Für wie lange bleibt hier doch abzuwarten? Halten euch eure Visionen, diesen Schaden, Prophet! Habt ihr unsere Ankunft gesehen? Ich bringe eine Nachricht von Kyrieden. Geschrieben im Blut eures Volkes. Euer Urteil wird kommen. Der Tod eines Feiglings für diesen verräterischen Draenei verstümmelt ihre Leichen, auf dass die Lebenden sehen, was sie erwartet. Ihr müsst schnell zur Halle des Lichts. Ja, da bin ich auf dem Weg. Ich habe auch diese Dämonen auf dem Weg dahin. Rakish. Oh. Sein Name bedeutet Schlechter auf Eredun. Kyrieden schickt nicht zufällig einen Eredar zur Vernichtung meines Volkes. Der Betrüger ergötzt sich an seinen kreativen Strafen für jene, die ihm trotzen. Ja. Du bist schon voll im Kampf, oder was? Ich bin voll gestorben. Ja, okay. Also ich bin noch auf dem Weg zur Halle des Lichts. Versuch die Viecher zu umgehen. Es kommen immer mehr. Das sieht auch ganz so aus, als ob wir einfach bei der wichtigen Mission bleiben sollen. Diese Gegend wird von der Legion angegriffen. So, ich bin jetzt fast in der Halle des Lichts und hier gibt es überall Dämonen. Teufelswachen. Okay, die haben so ein Schutzschild hier aufgebaut. Okay, Leute, man sieht, hier haben sie die letzte sichere Zone aufgebaut hier in Exoda. Euch hat das Schicksal gesandt, Champion. Kein Zweifel. Ich spüre, eure Mission ist von großer Dringlichkeit. Doch wenn wir diese Invasoren nicht zurückdrängen, werden wir alle fallen. Die Barriere, die mein Volk beschützt, fordert all meine Energie und Konzentration. Ich fürchte, ihr müsst die dämonenverseuchten Hallen allein betreten. Bitte sucht nach Überlebenden und zerstört die Invasionsportale der Legion in der Exodar. Die Zeit drängt. Ich weiß nicht, wie lange ich die Barriere aufrechterhalten kann. Diener, zerschmettert die Barriere mit euren bloßen Körpern. Sie wird schon bald zusammenbrechen. Und mit ihr die Hoffnung der Draenei. Euer Wille geschehe, Meister. Wow, das ist auf jeden Fall eine längere Mission. Du bist jetzt auch gerade dabei. Ja. Bei mir haben die gerade aufgehört zu reden. Ich muss jetzt irgendwie das Portal hier zerstören. Wie mache ich das denn eigentlich? Ach, einfach nur anklicken, dann kanalisieren wir unsere Artefaktwaffe. Eure Einmischung verzögert nur das Unvermeidliche. Diener, vernichtet diese Made! Ich hätte mal angegriffen. Ich sehe gerade im Norden.
Im Norden gibt's noch eine andere Quest, nur Bundes letztes Gefecht. Wow, hier gibt's ja voll viel Viecher, ey. So drei auf einmal von diesen Höllenbestien. Okay, hier kann ich jemanden wohl retten. Exodar-Bürgerin. Wie kann ich das jemals wieder bei euch gut machen? Aber ich werde auf jeden Fall mal hier Richtung Norden laufen. Siehst du es auch auf der Minimap, auf der Karte? Nur Bundes letztes Gefecht, da sollten wir auf jeden Fall mal vorbeischauen. Aber hier ist noch ein Portal, da kann man einfach von der Seite dran klicken. Und es dann ziemlich sicher zerstören. Oh, da kommt einer raus. Oh, hier gibt's auch noch Krieger. Von den Draenei. Also man ist nicht komplett alleine. Gibt's hier, da hinten ist noch ein Portal. Ja, ja, bleib weg. Brauch ich nicht, tschüss. Muss nur das Portal zerstören. Und ich dachte, das war so eine, wäre so eine kurze Quest. Aber hier muss man ja... Ah, warte. Jedes Mal, wenn man so ein Portal zerstört, kommen irgendwelche anderen Draenei zu Hilfe. Schon cool. Drei Portale. Gut gemacht, Chermiosis. Wir werden dieses Gebiet jetzt absichern und euch helfen. Jedes Mal, wenn man so ein Portal wegmacht, dann kommen drei Neikrieger und sichern die Zone hier ab. Muss ich hier runter? Oh, ich weiß nicht, ich bleib erstmal hier oben, oder? Wow, ey, die ganze Exo da. Ja, daran kann ich mich auch erinnern. Als ich da mal so ein Draenei angefangen habe, um zu spielen, einfach wegen neuer Klasse und so, neue Rasse, dass diese Hauptstadt, dieses Schiff hier, dieses Raumschiff eigentlich, dass das so riesig ist, man kann sich hier echt zu Tode laufen. Aber okay, ich will auf jeden Fall zu Nubundus letztes Gefecht kommen. Wir haben uns in den eingestürzten Schacht im nördlichen Teil der Kristallhalle zurückgezogen. Wir halten den Dämonenansturm in Schach, aber unsere Verteidigung bricht zusammen. Ey, kaum rede ich von ihm, auf einmal meldet er sich, wenn man in die Nähe kommt. Was hat er gemeint? Wir halten im nördlichen Teil der Kristallhalle eingestürzten Schacht. Boah, ist es jetzt oben oder unten? Ich suche jetzt einfach. Ich muss vor allem Überlebende retten, weil ich habe davon nur eins. Und Portale habe ich irgendwie vier. Aber wenn man die Portale schließt, kommen die nicht mehr. Dann wird es hier nach und nach zu einer sicheren Zone. Der eingestürzte Schacht. Ich glaube, ich muss da jetzt... Oh, was gibt's denn hier? Hier gibt's einen Schläger der Rakeshi. Den mache ich jetzt, glaube ich, mal platt. Ach, hier ist noch ein anderer. Naja, dann mache ich ihn doch nicht platt. Dann mache ich erstmal dieses Portal hier. So, niemand, um mich daran hier zu hindern. Dieses Portal ist manchmal einfach nur total frei, oder? Valyria. Bei dir, also bei mir kommen ständig irgendwelche. Ich kann mich teilweise unsichtbar. Ah, die reden gerade. Schwestern, bringt mir diesen Kopf Zauberin der Rakeshi. Kann er vergessen. Zauberinnen halten was aus. Nee, kannst du vergessen mit deinem. So, das hätten wir jetzt auch. Ich glaube, ich habe eine Bundo bald gefunden. Ach, hier ist irgendwie ein eingestürzter Schacht. Das sind so Wichtel im.
Wo ist denn hier so ein Exodar-Bürgerin, ey? Die meisten sind in den Häusern. Ah, ich hab sie gefunden. Also bevor ich zu einem Bundo gehe, mache ich vielleicht doch hier mal die Portale fertig und so, weil das sichert auf jeden Fall auch nochmal einen... Oh, so ein Schläger, ey. Komm, wo kann ich denn... Ach, da hinten ist auch ähnlich so eine Bürgerin. Weil Valyria hat schon relativ viele, die Hälfte irgendwie, 6 oder so. Ich hab jetzt gerade mal... 8. Hier, 8, jetzt habe ich hier gerade mal die zweite irgendwie, die... Habt ihr meine Mami gesehen? Ja, da muss ich wohl noch weiter gucken, weil dass die nicht einfach irgendwo frei rumstehen, ist ja klar, aber trotzdem. Jetzt schnappe ich mir wieder dieses Legionsportal von der Seite. Das ist eigentlich schon ziemlich cool gemacht. Okay. Will hier wieder einer mit mir reden? Na, jetzt kommen erst wieder die Tranei. Die haben die Buffen auch einen teilweise. Ja, haben nichts zu melden. Na gut. Ah, da hinten ist wieder eine Bürgerin. Sogar zwei. Sehr schön. Die Halle des Lichts, da sind ja, die sind ja direkt zwei Portale und ich bin vorhin einfach hier weggegangen oder was? Oh Mann. So, jetzt schließen wir mal das nächste hier. Oh, Hilfe. Die meisten die sind hinter mir her. Warte mal. Zerstört. Das macht es weitaus schwerer für Rakish, Verstärkung zu rufen. Konzentriert euch jetzt auf die Suche nach Überlebenden. Ja, und vor allem auch Nobundo, ja. Nobundo muss auch noch gerettet werden. Da oben ist auch noch ein Portal. Das mache ich jetzt auch gerade mal. Man kann von den Viechern auch meistens teilweise einfach weglaufen und dann einfach das Legionsportal schließen. Da ist auch noch eine Bürgerin versteckt. Ey, was will der? Also ich finde hier diese Quest auf jeden Fall schon ziemlich cool gemacht. Man, durch das, was man hier machen muss, kommt einem wirklich so vor, als würde man hier die ganze Stadt retten. Was ist eigentlich mit dem Portal hier? Oh, dieses Portal, das kann man nicht schließen. Das ist, ja, leider nicht. Okay, Leute, direkt von der Halle des Lichts hier nach Osten. Das ist mir auch noch auf den Blick auf der Karte aufgefallen. Hier gibt es noch was, das ist lustig, dass hier steht, das ist ein Stern, Hukrot, der Hundemeister steht hier oben, ja. Aber er selbst nennt sich Hukrot, der Meisterjäger. Also da gibt es wohl irgendeine Diskrepanz, das eine ist ein Hundemeister, der andere ist irgendwie ein Jäger. Wow, der hat auch verdammt viele Teufelspirscher und Valyria, du bist mit dem schon im Kampf, oder was? Nee, ich mach erstmal die Hunde platt. Ich spring jetzt in den Rhein mit Metamorphose und mach die alle mit AE, ey. Pass mal auf, die haben überhaupt nichts zu melden. Du darfst auch nicht die Chaos-Nova vergessen, die tut alles dann. Jo. Dann nimmst du noch Augenstrahl. Alle rein. Die Hunde, die gehen einfach so schnell tot. Ach, ah, da gibt's. Und vor allem, es gibt noch ein paar Seelenfragmente, wenn die Hunde daneben bei sterben. Oh nee, jetzt hat er mich gestunt. Das kann gefährlich werden. Oh fuck. Hier ruft immer mehr Hunde. Okay, jetzt aktiviere ich mal Verschwimmen. Komm, gib mir mal ein paar Seelenfragmente hier wieder. Eine Kläfe trifft auch mehrere Ziele. Der zaubert irgendeinen Crap immer auf den Boden und dann springt er. Oh nee, jetzt kommen noch so Teufelsfische zu mir. Na, jetzt hab ich ihn. Ja, ich hab ihn auch gleich. Gucken wir einfach mal, was er so zu bieten hat. Wow, die Teufelswache hält wieder so verdammt viel aus. Ja, genau. Injektor des Hundemeisters. Vielseitigkeit. Eure Zauber und Fähigkeiten haben eine Chance, euer kritischen Trefferwert, Tempo. Ich denke mal, es ist gut. Einfach so ausgedrückt. Ich denke mal, es ist gut, aber... das mit dem Heileffekt, das lasse ich... Wie viel Leben eigentlich? 2000 Gesundheit? Ist das wirklich so? Das ist doch fast nix. Oh, jetzt kommt hier wieder so ein Vieh an von hinten, ey. Vor allem diese Teufelswachen, die halten auch einiges, die halten viel aus. Komm her. Ach, jetzt habe ich Bruder noch. Nee. Boah, jetzt kommt der nächste an. Nee, geh weg. Ich gucke jetzt nur nach Überlebenden. Okay, diese Portale. Nicht mehr. So, das glaube ich war hier die Bank, da bin ich oft genug runtergelaufen und hier ist auch eine panische Exodar-Bürgerin.
Möge euch der Sicherheit segnen. Und ich habe auch gemerkt, dass diese Bären hier wirklich nur kritisch geheilt haben sie mich für 4000 ungefähr. Also, die Nützlichkeit hält sich in Grenzen von diesen lebensspendenden Bären, die wir haben, Valyria. Das hält sich wirklich in Grenzen. Ja. Gewährt. Nun wird es Zeit, mit den Auserwählten die restliche dämonische Verderbnis in unseren Hallen auszurotten und die Exodar wieder für unser Volk zu sichern. Wie ihr wünscht, Prophet. Okay, Leute, wir haben es ja gehört. Prophet Velen hat schon einen Plan. Es wird Zeit, mit den Auserwählten die restliche dämonische Verderbnis in den Hallen auszurotten und Exodar zurückzugewinnen halt. Aber ich habe ja noch das hier mit Nobundo. Valyria hat sich das auch schon anguckt und sagt, die wissen, man sieht irgendwie nichts. Ich gehe jetzt einfach mal den Gang hier runter, weil das müsste doch eigentlich der Gang sein zu Nobundo. Wo ist dieser Schacht? Ach, hier steht er doch. Sprecht. Was soll man mit ihm machen? Aha. Der hat nichts. Sag ich doch. Ja, ich guck vielleicht noch mal ein bisschen weiter. Der steht hier in Bedrängnis, aber sonst... Nee, dann gehen wir zu Velen. Dann gehen wir einfach zu Velen. Genau. Kehrt zu Prophet Velen in die Halle des Lichts zurück. Mag sein. Rettet uns, wenn die Barriere des Propheten fällt, sind wir Alter des Todes. Ja, wir haben uns ja schon um einen Großteil gekümmert. Nobundo ist jetzt vielleicht auch nicht mehr so arg in Bedrängnis. Deswegen geht es vielleicht mit ihm erstmal nicht weiter. Prophet Velen. Werdet ihr euch unserer Sache anschließen? Ich fürchte, wir haben nur einen Moment. Rakish ist noch hier, irgendwo. Er muss gestoppt werden, wenn mein Volk wieder Frieden finden soll. Ich weiß, ihr seid weit gereist, um mich zu finden. Und bringt bittere Kunde mit. In eurem Besitz befindet sich ein Gegenstand von großer Wichtigkeit. Kann ich ihn sehen? Okay. Der will jetzt das mysteriöse lichtgebundene Objekt untersuchen, was Khadga sich auch schon angeguckt hat. Bist du da auch gerade, Valyria? Mhm. Zeigen wir es ihm. Nicht alle, die umherwandern, haben sich verdient. Okay, bitte zeigt mir, was ihr mitgebracht habt. Wir haben nicht viel Zeit. Legt das mysteriöse lichtgebundene Objekt auf den Boden und jetzt. Wir müssen uns gegen die Legion verbünden. Mutter des Lichts. Es tut mir leid. Ich wusste nicht. Champion, wir müssen aufbrechen. Jetzt! Erklärungen folgen auf dem Weg. Sagt mir, wenn ihr bereit seid. Aber bitte, beeilt euch. Jetzt sollen wir einfach mit ihm gehen. Okay, machen wir das doch, Valyria, oder? Eskortiert ihn zum Sitz der Naru. Nicht alle, die umherwandern. Seid ihr bereit, Oros vor Rakesh zu retten und die Geheimnisse aufzudecken, die im Herz des Lichts bewahrt werden? Ich bin bereit. Was ihr mir da gebracht habt, nennt sich Herz des Lichts. Es ist der Kern aller Empfindung des höchsten Naru, Xera. Sicher eingeschlossen in diesem Kern liegt Weisheit, Wissen. Unschätzbar in unserem Kampf gegen die Legion. Und doch, nur ein Abkömmling von Xera ist fähig, den Kern zu öffnen. Darum wurdet ihr geschickt, Champion. Der letzte aus Xeras Linie, Oros, weilt ungeschützt im Herzen der Exodar. Zerstören sie, Oros! Sind die Informationen im Herzen des Lichts für immer verloren. Für einen Propheten sind eure Vorhersagen recht armselig. Oros lässt eine... Ha, beim Licht, verflucht sei er! Ertönt Musik! Ich führe uns zum Herzstück dieses Gefährts. Bleibt in meiner Schutzbarriere. Während ich den Pfad vom Makel der Dämonen befreie. Oros lässt eine bittere Melodie von sich hören. Also ich bin gerade mit Velen in seiner Schutzbarriere unterwegs, Valyria. Ich auch. Ja, sehr schön.
Wir haben es rechtzeitig geschafft. Bei der glorreichen Gnade des Lichts. Ich werde Oros heilen. Dann wenden wir uns Rakish zu. Ihr habt verspielt, Rakish. Oros ist erneuert. Und jetzt werdet ihr euch für eure Gräueltaten verantworten. Ah, die unseligen Helden sind hier. Es scheint, ihr habt mich geschlagen, Velen. Doch bevor ich kapituliere und mich dem Urteil des Lichts überantworte, muss ich noch eine letzte Sache erledigen. Wow, was hat er gemacht? Kann man wahrhaft siegen, ohne je besiegt worden zu sein? Kommt, stürzt, sterbt! Bezwingt Hochgeneral Rakish. Wir greifen auf euer Zeichen hin an, Donnerzorn, führt den Angriff an. Und Altruis entschuldigt unsere späte Ankunft, Drescher. Die Dämonen haben unbedachterweise angegriffen, um uns den Weg zu verstellen, und wir haben sie im Gegenzug dafür leiden lassen. Und Ascher Rabenruf ist da. Bist du auch gerade da? Werdet ihr euch unserer Sache anschließen? Okay, dann greifen wir den Teufelsvernichter an. Los geht's. Im Anwesen meines Meisters glimmen die verbrannten Überreste tausender Welten. Ich bin hier, um euch euren Platz in den Ruinen von Morden zu sichern. Hält verdammt viel aus, Valeria, hä? Hm. Ich aktiviere mal, wie nennt sich das? Dunkelheit. Der stößt ja auch die Gefährten hier um. Verschont, muss ich euch aufhalten. Was stimmt mit dem Propheten nicht? Ich habe es gesehen. Doch bis zu diesem Moment habe ich es nicht verstanden. Zu einer Zeit, die jetzt nur noch der Hauch einer Erinnerung ist, hatte ich einen Sohn. Am Tag seiner Geburt hatte ich eine Vision. In dieser Vision hielt ich weinend einen sterbenden Ereda in meinen Armen. Sein Körper war von Wunden und Teufelsmagie entstellt. So wie ihr nun. Doch ich begrub diese Vision in den Tiefen meines Herzens, nachdem Kyrieden mir meine Familie nahm. Für Äonen blieb sie dort verschlossen. Endlich verstehe ich es. Jetzt, wo ich euch in meinen Armen halte. Hier gibt es nichts mehr für euch.
Nehmt das Herz des Lichts und kehrt zu Khadgar zurück. Sagt ihm, das Licht ist hier und heute erloschen. Lebt wohl. Also, Valyria und ich, wir haben uns das nochmal hier angeguckt. Klar, wenn man das Video stoppt, kann man sich den Text auch nochmal anschauen. So richtig verstanden habe ich es nicht. Ich denke mal, Prophet Velen hat von den Visionen erzählt, die er am Tage seiner am Tage der Geburt seines Sohnes hatte, wo er einen sterbenden Eredar so wie eben gerade in den Händen hielt. Ob das jetzt auch sein Sohn war? Ich denke mal, er hat das gemeint, Valyria, oder? Ja, also ich glaube, der Typ war sein Sohn. Ja, ich denke mal auch. Aber wir sind auf jeden Fall dazu da, zu Khadgar zurückzukehren und zu sagen, das Licht ist hier und heute erloschen im Exodar. Was für eine Nachricht, ne? Gehen wir mal, wir haben auch die passende Musik. Es liegt viel vor uns. Lebt wohl. Ja, wir werden uns wiedersehen. Bringer des Lichts. Kil'jaeden stahl das Kind von Velen und ließ Velen den Glauben, der Junge wäre tot. Ach, da kommt's. Dann hat er den als Kommandant Rakish aufgezogen. Dann hat er das Kind als Agenten der brennenden Legion aufgezogen, damit er seinen eigenen Vater ermordet? Dieser Bastard hat 13.000 Jahre auf seine Rache gewartet, nur weil Velen sich gegen Sargeras und die Legion gestellt hat? Der Betrüger. Kil'jaeden, ein wahres Wort. Dass Velen nach allem, was ihm und seinem Volk widerfahren ist, solch eine Tragödie erleiden musste, es bricht mir das Herz. Ein solches Schicksal stellt auch den stärksten Glauben auf eine harte Probe. Belohnung zwischen Schulter. Diesmal sind sie besser, gell? Ich denke mal, vielleicht sehen die Schultern gut aus. Kann man das sehen? Ich kann es mir nicht angucken. Ah doch, wenn ich H drücke. Nee, die sehen nicht besonders gut aus. Und die Armschienen. Ich kann eigentlich die Armschienen besser gebrauchen. Ich habe die Armschienen genommen, passt schon. Ich die Schultern. Ich hatte noch keinen neuen. Okay. Ihr habt nicht um diese Bürde gebeten, aber das Schicksal hat es so gewollt. Turalions düstere letzte Worte klingen mir immer noch in den Ohren. Ich fürchte um die Draenei und um meinen Freund Velen. Aber wir müssen stark bleiben. Für den Moment verbleibt das Herz des Lichts unter euren wachsamen Augen. Es gibt einen Ort auf Azeroth, dem ich die Sicherheit dieses Objekts anvertrauen würde. Eure Ordenshalle. Bringt es dorthin. Ich bleibe in Dalaran und suche weiter nach Antworten. Es muss einen anderen Weg geben. Platziert das Herz des Lichts in eure Ordenshalle. Ihr seid unsere letzte, unsere größte Hoffnung. Die letzte größte Hoffnung. Hat er noch was zu sagen? Wissen ist Macht. Es tut es gut, euch zu sehen. Es weise einzusetzen. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Erfahrung wir kriegen. Valyria, bestimmt nicht so viel, dass wir auf einmal 102 sind, aber... Ach, stimmt. Das Gleiten macht ja so viel Spaß. Das muss man, das muss man eigentlich immer benutzen, wenn es eben runtergeht. Ich vergesse das immer wieder. Das ist ja auch etwas, jetzt ist was ganz nett, auch das mit dem Doppelsprung, ja. Wenn man dauernd irgendwelche gerechte Charaktere gespielt hat, ich habe jeden Charakter gespielt, der im Nahkampf spielen kann. Dann habe ich auch Schattenpriester gespielt. Und so, und... Keine, das ist was ganz Neues. Eine Klasse, die doppelt springen kann. Gibt's noch was hier? Nee, es gibt nichts. Nur diese Berufsquest, die ich da hatte. Doppelt springen kann und einfach segeln kann, so wie die Ingenieure. Aber doppelt springen können doch die Nachtelfen. Die machen so Saltos. Nee, das ist trotzdem nur ein normaler Sprung. Also, das, ah, okay. Das, die Blutelfen können auch so und machen auch so ein Salti. Das ist nichts Besonderes. Das ist ja hier ein wahrhaftiger Doppelsprung, wo man auch wirklich nach oben kommt. Aber wir kehren jetzt zurück in die Ordenshalle. Ich denke mal nicht, dass da irgendwas Neues zu sehen ist, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie viel Erfahrung das bringt. Es kommt direkt in die Mitte. So, Valyria, hast du eigentlich noch das Symbol? Ja, hast du. Ich finde das super. Weil bei den ganzen Dämonenjägern hier, die wir in unserer Ordenshalle haben, mit wem sollen wir reden? Mit dem da hinten? Das ist keine Person. Ach nee, wir sollen es hier ausstellen. Ja. Hier müsst ihr das Herz des Lichts ablegen. Eine Macht erwacht im Herz des Lichts, als ihr es ablegt. Ihr verspürt neue Hoffnung. 15.000 XP. Das ist auf jeden Fall gut, oder? Wir haben ja auch im Laufe, glaube ich, viel bekommen.
Ich denke mal, das war's hier. Scheinbar. Ja, sieht so aus. Okay, Leute, wir machen den nächsten Folte mit Isiera und sagen ihr Bescheid, dass es mit den Tränen von den Lunen alles andere als geklappt hat, denn das Abbild von Savius hat sich die einfach geschnappt. Macht's gut. Ciao. Ciao.